Ja, liebe Otto-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mittwoch, der 4. Januar. Was läuft da beim Bauerhausi? Wir verräumen noch Plastikboxen, in denen waren Kürbis. So, und am Nachmittag wird es wieder ab in den Wald gehen. Ich glaube, dass wir mit diesem Hoflader 200 Stunden gemacht haben im letzten Jahr. Verrückt. Das nimmt uns auch ein bisschen die teuren Traktorstunden weg, weil eine Fendt-Traktorstunde kostet viel mehr als die eines Hofladers. Speziell, wenn ich nachher den 500-Stunden-Service sehe, was der immer kostet. Ja, und wir haben auch studiert, ja, wo kommen die Stunden alle her vom Schäfer-Hoflader. Und da war natürlich der Ryan da, der uns bei der Kürbisernte geholfen hat. Und der Ryan hat auch immer die Kürbis rausgebracht und Verkaufswagen, immer mit dem Hoflader. Und das September, Oktober, 2 Monate lang. Und auch auf dem Kürbisfeld haben wir viel Boxen herumgeschoben und so. Und das gibt natürlich Stunden. Was wir vorher mit dem Fendt und mit dem Same gemacht haben, macht jetzt alles der Hoflader. Diese 200 Stunden gehen bei den Traktoren weg. Auch Silofolie entsorgen. Start klar machen, 13 Uhr. Seilwinde festgebissen. Gut.
Buchentremmel nimmt gerade der Kollege, der uns die Bäume fällt, der Martin. Und er will die Spalten, Meterspalten machen, weil er hat einen Holzverkauf. Und es ist ein Stamm, der sich gut spalten lässt. So wie dieser auch und dieser auch. Und im Gegenzug bekommen wir dann Kubikmeter Schnitzel von ihm geliefert. Ja, man rechnet ja, ein Kubikmeter Holz, also gibt 2,5 Kubikmeter Schnitzel. Und wir werden diese Stämme messen, schauen, wie viel Kubikmeter das es gibt, mal 2,5. Oder 2,6. Oder 7. Halb 5 Uhr und es wird schon dunkler. Und wir hatten noch eine kleine Panne. Ich zeige euch das. Die Antenne der Funksteuerung haben wir verloren. Und schon wieder ein Baum zu Boden gegangen. Aber die Winde reagiert gleichwohl noch. Ich kann sie noch mit der Funksteuerung bedienen. Ja, und das war's auch schon wieder vom Mittwoch, 4. Januar 2023. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.